Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer neuen Folge von Let's Play City Skylines. Und, oh Gott, was war das? Was war das? Was habe ich getan? Egal. Ja, heute geht's mal wieder hier, rund, ja. Wir haben in der letzten Folge Samsee Hill gebaut. Ja, ein sehr schönes Bergdorf. Auf dem Berg. Samsee. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das alles hier läuft mit dem Samsee Hill, weil die sind ja komplett abgeschottet von der Umwelt. Und ich kann mal hier das Stromkabel wegmachen. So. Und was wir jetzt erstmal machen werden, vor ein paar Tagen habe ich euch ein Tutorial hochgeladen, in dem steht, oder in dem gezeigt wird, wie ihr eigene Parkplätze bauen könnt. So, das habe ich jetzt mal hier gemacht, beziehungsweise ich habe die Parkplätze ja hier gebaut und wähle jetzt mal hier den 4x1 Parkplatz aus. So, und den kann ich nämlich jetzt einfach hier irgendwo hin platzieren und der gibt mir Zufriedenheit in die Stadt. So. Zack, und schon haben wir hier ein bisschen mehr Zufriedenheit für die Firmen. So. Sehr schön. Packen wir auch noch hier eins hin. So. Und dann werden die ganz glücklich, die Leute. Zack. Da werden sie alle glücklich. Und schon haben wir ein Industrie- oder ein fröhliches Industriegebiet. Und das will man ja haben. Denn fröhliche Industriegebiete sind tolle Industriegebiete. So. Hier haben wir auch noch eins. Da können wir das an den Seiten hier packen. So. Zack, und schon wird alles sehr schön. So. Und packen wir auch noch hier irgendwo eins hin. So. Zack, und schon haben wir da auch nochmal ein schönes. So, tada. Zack. So, und so macht man das. So baut man Parkplätze. Und jetzt kann man sich das schön anschauen hier, die Parkplätze. Sehr schön. Ich schau mal, vielleicht parkt schon irgendwo einer. Kommt drauf an. Jetzt muss ich mal natürlich wissen, wo die ich geparkt habe. Da sind solche. Jetzt ist das natürlich ein mit Besuchern. Und das ist natürlich ein bisschen doof, weil Besucher oder das sind ja, oder es ist ja ein Park. Und Parks werden jetzt nicht wirklich in Industriegebieten häufig besucht. Und deswegen werden da wahrscheinlich auch wenige Leute parken. Aber das liegt dann halt einfach daran, dass es im Industriegebiet ist. Aber gut. So. Und ich denke, die Leute wollen ein bisschen mehr Industrie. Dann bekommen sie noch ein bisschen mehr hier. Ein bisschen mehr Bürogebäude. Die machen nämlich keinen Lärm. Die sind schön leise. Die kann man eigentlich immer ganz gut hier überall hin platzieren. Vor allem in Downtown, da passen die auch noch ein bisschen rein. Das ist schon ganz gut so. So. Und wir haben jetzt auch diese Tower, wenn die weiter hoch aufsteigen, dann kommen da richtige Tower hin und das ist hier gerade passiert. So. Zu vermögenswerte Gebäude von mehr Dienstleistungen abgedeckt sein. Ja, ja, bla bla. Und deswegen bekommen wir jetzt auch schon unsere ersten Bürogebäude-Tower. Sehr cool, auf jeden Fall. So. Oh, hier läuft halt aber gerade nicht so glatt, ne? Ist vielleicht nicht so geil. Nicht so geil. Hm. Na,
wie mache ich das? Wie mache ich das? Okay. Ich muss jetzt noch mal den Verkehr hier so ein bisschen auflösen. Und zwar, wie mache ich das? Das ist die gute und große Frage. Ich könnte eigentlich eine Spur direkt von hier nach da hinten führen. Für die LKWs, die einfach nur durchfahren möchten. Dann können die nämlich schon mal fahren. Beziehungsweise ich kann die Fahrzeuge, die von hier kommen, also die hier hinwollen, die kann ich auch direkt nach da schicken. Oder? Das wird doch auch ganz gut klappen vielleicht. So, versuchen wir das mal. Die werden dann nämlich daher fahren und dann ist nämlich da der Stau und nicht hier auf der Hauptspur. Haupt auf der Autobahn. Das ist vielleicht doch ganz gut. Ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, besser als den jetzt irgendwo anders hinfließen zu lassen. Das scheint ganz gut zu laufen. Ja, ich glaube, das lasse ich so. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. So. Was mir aber nicht so gut gefällt, ist hier, dass diese Straße so total krumm und schief ist. So. So, ein bisschen gerader gemacht. So, oh, denen fehlt Wasser. Das ist natürlich wichtig. Ne, die haben Wasser. Die Wichser, die verarschen mich. Ne, warte, ich habe nicht mehr genug Wasser wahrscheinlich. Ne, Wasserverfügbarkeit ist nämlich eigentlich auch relativ hoch. Ich könnte mal Abwasserverfügbarkeit noch ein bisschen steigern. Ah, nee, warte, die sind ja hier total unabhängig. Stimmt. Stimmt, die sind ja, gehören ja gar nicht zusammen. Das heißt, ich müsste die doch hier... Ja, so. Jetzt aber. Sollten sie auch Wasser bekommen, genau. Sehr schön. Und was ist hier? Kriminalitätsrate ist zu hoch. Huch, warum das denn? Warum das denn? Das muss ich aber mal eben beobachten, warum das so ist. Kriminalitätsrate. Oh ja. Das Berliner... das Brandenburger Tor mal wieder, ne? War ja klar. Da sollte die Polizei mal hier ein bisschen öfters herfahren. Aber wo ist denn die nächste Polizeiwache? Da, vielleicht packe ich dann mal eine Polizeiwache noch daneben. Dann sind die vielleicht, ja, genau, dann ist das nämlich alles ein bisschen besser abgedeckt. Das wollen wir doch. So. Aber die Kriminalitätsrate ist trotzdem zu hoch, das ist sehr komisch. Ja. Also es ist auf jeden Fall heftig, wie schnell die wieder runtergeht. Man sieht das ja. Also da muss echt jedes Mal einer vorbeifahren, damit sich das so ein bisschen schneller wieder... Krass. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Krass, einfach nur krass. Wie schnell sich der Kriminalitätsrate da hochgeht. So. Wir werden uns jetzt nochmal ein bisschen um Samsee Hill kümmern. Und was ich da vielleicht nochmal ein bisschen verbessern kann, oder wie was auch immer. So. Ach, die haben gar kein Krankenhaus hier. Das fällt mir gerade auf, ne? Die haben ja kein Krankenhaus. Aber Polizeiwache haben sie, ne? Ja. Dann bekommen sie mal eben hier noch ein Krankenhaus hingeklatscht. So. Ich meine... Die müssen natürlich auch abgedeckt sein vom Gesundheitssystem. So, die haben ihre eigene Buslinie. Schule, bla bla, haben sie alles. Bla bla bla. Müllverbrennung sind sie auch ganz gut abgedeckt. Strom haben sie.
Gut, dann baue ich mal hier meine ersten Häuser hin. In Samenseehill. Samenseehill. The way. You wanna live. Okay. So. Zack. Und das wäre dann hier mein ganzes Gebiet. Und da kommt jetzt überall schön Dings hin. Weil Läden können da schlecht hin, würde ich mal sagen. Weil einfach, naja, ist nicht so gut, ne? Hier Läden hinzubauen. Wobei ich kann ja hier, komm, mache ich das so, dass hier ein, zwei Läden aufmachen dürfen. Okay, vier. Vier Läden dürfen aufmachen, der Rest nicht. Der Rest darf da bleiben. Wo auch immer sie sind, herkommen. So. Aber so läuft das doch eigentlich ganz cool. So. Und die Stadt, die bleibt auch auf jeden Fall ein Hochhausverbot. Aber die bekommen keine Hightech-Häuser, weil das soll so ein richtig schönes, kleines Dörfchen werden, sozusagen. Es wird kein Hightech-Dorf, die bekommen schön ihre, kleinen Häuser da. Und das wird auf jeden Fall hier ein Thumbnail. Auf jeden Fall. So. Behalte ich, bleibe ich nochmal eben so ein bisschen hier stehen, aber schaut euch das mal auch mal an. Ist das nicht schön? Also ich kann ja mehr dazu nicht sagen, das ist einfach schön. Ein Blick auf Downtown. Man kann sogar noch das Industriegebiet von Burgertown sehen. Das ist schon echt Luxus, würde ich mal sagen. Luxus. Und die haben Stromprobleme, oh. Naja, die setzen ja alle auf Energie vom Windkraftwerk. Und deswegen bekommen sie hier noch eins hingeklatscht. So. Ah, nein, warte. Die haben genug Strom, aber die werden hier nicht verbunden. Das ist das Problem. Hab mich gerade schon gewundert. Warum habe ich denn hier so wenig Strom? Na, jetzt haben sie vier Windkraftwerke. Kann ich da eigentlich auch irgendwo hier oben hinsetzen? Weil hier finde ich das eigentlich noch geiler, wenn die da ganz oben wären. So, komm, mache ich das doch mal. Das ist dann der Windpark. Windpark Samsee. So, und das schaut doch mal richtig geil aus, oder? Also Leute, wenn das nicht idyllisch ist, ne? Dann weiß ich auch nicht. Wenn das nicht idyllisch ist. Das finde ich mal richtig cool. Dieses Dorf ist einfach nur unbeschreiblich geil. Und die haben hier sogar Burger-Restaurants hier oben und Ice-Cream-Laden und ein Yaku Yugibili und ein Sherlock's Coffee beziehungsweise ein Starbucks-Laden haben sie hier. Den habe ich übrigens als Mod hinzugefügt. Nur damit, vielleicht wundern sich die eine ein oder anderen. Wo hat der denn auf einmal einen Starbucks-Laden her? Starbucks-Laden! Und dann rasten die komplett aus. Naja. So, in Burgertown und Ice Cream Land wollte ich jetzt erstmal nicht weiterbauen. Arbeiter 19.000. Wöchentliche Touristenbesuch 134. Okay. Ich wollte mal eben schauen, wie es mit der Bevölkerung aussieht. Wie viel verfügbare Arbeitsstellen habe ich nämlich nur 20.000, ja. Und wir haben, also wir haben, das muss man sich mal vorstellen, wir haben 20.000 verfügbare Arbeitsstellen. Und wir haben 19.000 angestellte Bürger. Oder heißt das, dass die diese 19.000 Stellen voll sind und dass diese nur anderen 9, also die angestellten Bürger sind die, die arbeiten gerade in diesen verfügbaren Arbeitsstellen. Das kann ich mir auf jeden Fall ganz gut vorstellen, dass das so sein wird. Ja, wird wahrscheinlich so sein.
So, wie sieht's aus mit... Ja, das ist doch auf jeden Fall hier noch vollkommen auszuhalten. So. Und ich werde mich jetzt nochmal ein bisschen um ein paar Sachen kümmern. Und zwar neue Jobs, beziehungsweise die wollen hier ganz viele Bürogebiete aufmachen, was ich gar nicht verstehe. Aber naja, sollen sie machen, was sie wollen. Oh. So, und dann kommt da jetzt so eine Einbahnstraße natürlich. So. Einbahnstraße. Natürlich so. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und natürlich hier. Zack. Natürlich kommt hier auch dann wieder die Straße. Das geht sogar. Ich habe jetzt erst gedacht, so, ne, dass alles so funktioniert. Aber es funktioniert. So. Und zack, da habe ich auch dann die letzte Straße. Und da kommt jetzt überall, oh, schönes und tolles Industriegebiet hin. Komm, packe ich hier auch noch eben hin. So. Und das wird natürlich, weil da sind noch Naturrohstoffe, oder? Ja. Das wird alles Erzgebirge. Erzgebirge wird vergrößert, würde ich mal sagen. So, bitteschön. Boah, und wie viele LKWs da ein- und ausfahren, ne? Das ist super krass. Das ist sowas von krass. Und ich sollte eigentlich den Verkehr hier irgendwie wegschicken, weil das ist echt ein bisschen dumm, dass die Leute, die hier in Zamsee-Hill wohnen, einmal durch das ganze Erzgebirge müssen. Das ist irgendwie ein bisschen doof gemacht, aber ja, kann ich leider nichts machen. So, bei 60.000 bekommt man den Flughafen. Das wird lustig. Und wir haben immer noch nicht genug Wasser. Ah, ne, warte, die haben... Ne, 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 okay. Hab mich gerade schon gewundert hier. Was ist denn jetzt los? Ich habe doch gerade erst zwei neue Wasserquellen gebaut. So. Sehr schön. Erzgebirge wird erweitert. Und... Eigentlich müsste diese Straße auch riesengroß sein, ne? Das mache ich jetzt mal. Einfach weil... Fuck. Natürlich klappt das natürlich jetzt nicht. War ja klar. Und natürlich habe ich da einen Parkplatz gebaut. Natürlich. Wie soll es auch anders sein? So, jetzt aber. Jetzt habe ich hier ein ganz gutes System, glaube ich. Nein, falsch rum. Okay. Und das kommt auch mal eben weg. Dann werden die zwar unglücklich, aber ist mir scheißegal. So, und jetzt sollte das doch eigentlich noch ein bisschen besser laufen hier. Obwohl, jetzt sind hier Ampeln. Das ist ja ein bisschen doof, ne? Ampeln sollen ja hier eigentlich nicht sein. Weil jetzt staut sich das, glaube ich, noch mehr. Das ist doof. Das ist sehr doof. Das ist sehr doof. Das ist sehr, sehr doof. Naja. Dann lasse ich doch erstmal lieber das alte System. Ich glaube, das war dann doch erstmal besser. Ja, muss ich halt schauen, wie ich damit zurechtkomme. Ist halt irgendwie so ein bisschen doof, aber
Was will man machen? Was will man machen? Ich könnte natürlich, ne, das wäre auch scheiße. Ich glaube, ich werde das erstmal hier leeren, damit ich das mal zerstören kann. Weil das muss jetzt hier nicht sein, ne? Ah, und jetzt beschweren sie dich, dass wir zu wenig Arbeiter haben, ne? Ist klar. Ist klar. Weil sie erst hier in die Stadt wollen und dann sagen, nee, wir haben zu wenig Arbeiter. Kommt schnell, wir brauchen euch, wir brauchen Arbeiter. Ja, das ist scheiße, würde ich mal sagen. Deswegen baue ich euch leider nie. Weil dann einfach zu wenig Arbeiter sind und ihr da kaputt geht. Das wollen wir ja nicht, oder? Ja, aber ihr anscheinend schon. Naja, was soll's? Was soll's? Ist ein bisschen scheiße, dass die Leute hier nicht einziehen wollen in die Stadt. Aber gut, ist ein bisschen scheiße gelaufen, würde ich mal sagen. Ist ein bisschen scheiße. Und wisst ihr was? Ich werde hier so einen coolen Trampelpfad runterbauen. Just for the fun. Just for the Dings. Na komm, da ging doch gerade was. Na komm. Da. Na komm, da. Na, so. Zack, und schon habe ich da so einen coolen Trampelpfad runtergebaut. Und mal schauen, ob der genutzt wird. Wahrscheinlich nicht, weil er einfach übelst steil ist. Oh Gott, der wird keiner benutzen. Aber gut, kann ja sein. Ne? Kann ja sein. Ich meine, der Weg ist gesetzt, Leute. Wenn ihr laufen wollt, lauft. Ihr habt das Recht zu gehen. So, und in der Zeit werde ich hier schon mal ein bisschen an Burger Town weiterbauen. Okay, so. Immer schön Kreise bauen. Komische Formen bauen, meine ich natürlich. Richtig ineffizient. So. So, so. So. Zack. Zack. Und da. So. Das ist doch ein super geiles Konstrukt. Nenne ich es mal. So, das Haus hier muss leider weichen. Da kommt jetzt eine Straße durch. So. Und da kommt dann jetzt überall Wohngebiet hin. So. Einmal bitte Wohngebiet. Sehr schön. So wollte ich das doch. So wollte ich das. Und das sieht doch schon mal ganz gut aus, oder? Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ohne Spaß, ne? Ich habe echt weniger FPS, wenn ich jetzt hier durch die Straßen gehe. Einfach wahrscheinlich, weil die Map sehr groß wird. Aber es ist halt noch völlig im Rahmen. Aber ich habe trotzdem, das muss man halt echt beachten, ne? Das Spiel ist halt echt, wenn man auf so einer großen Ebene baut, dann wird das halt echt ruckelig. Aber gut, ist klar, ne? Das kann man jetzt auch nicht sagen, voll die Scheiß-Performance. Das ist natürlich jetzt schon eine Riesenstadt, würde ich mal sagen, mit 50.000 Einwohnern. Das ist auf jeden Fall ordentlich. Oh Gott, und meine L. Oh Gott, die LKWs. Ich werde hier noch ersticken an denen. So, aber wisst ihr was? Ich habe nämlich einen Masterplan.
Ich habe einen Masterplan, Leute. Und der wäre, ich werde hier jetzt in den öffentlichen Verkehrsmittel gehen. Da was, und dann werde ich einfach mal versuchen. So, so. Einfach mal ein bisschen weiter zu bauen. So, jetzt muss ich natürlich eben die Stromlinie wieder herstellen. So. Sonst haben wir keinen Strom und das wäre scheiße. Okay, so. So. Okay, das sollte auf jeden Fall reichen. Dann packe ich jetzt hier den Zug hin. Und eine schöne, schnieke Verbindung. So. Und dann können sie jetzt da reinfahren. Und vielleicht funktioniert das. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht. Hopefully. So. Und ich werde jetzt mal noch eine Verbindung hier, damit die auch da raus oder da umfahren können, den Bahnhof. Muss ja nicht sein, dass die gleich alle immer da durchfahren wollen. Und vielleicht funktioniert dieser Plan. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich müsste ich dafür erst eine richtige Verbindung bauen. Ach du Scheiße, wie viele LKWs da reinfahren. Nein, ich krieg die Krise. Ich krieg die Krise, ey. Wirklich, das ist sowas von heftig, wie viele da rein und rausfahren. Also manchmal denke ich mir echt so, holy shit. That's fucking unbelievable. Naja. Und vielleicht sollte ich das doch vielleicht hier hinsetzen. So. Dann kommt der Zug nämlich dahin. Und ich habe nicht diese ganzen Probleme, dass die Leute, die zu dem wollen, die dann hier stehen bleiben. Und das will ich ja nicht. Ich will ja, dass der Verkehr fließt. Aber dieser Verkehrssache hier in dieser Stadt ist vielleicht, oder in diesem Erzgebirge ist halt wirklich sehr schwer, würde ich mal sagen. Vor allem, weil es erstmal ein Schachbrettmuster ist. Das müsst ihr euch immer merken. Baut am besten nie im wirklichen Schachbrettmuster. Das ist halt einfach die unsinnigste Art, die man bauen kann, ja. Und da muss ich halt echt nochmal schauen, wie ich das mache. Wie ich hier den Verkehrsfluss ein bisschen wechseln kann, sodass die Leute. Wie viele wollen denn hier drehen? Das sind doch bestimmt ein paar, oder? Die können dann nämlich hier herfahren. So, die können dann. Ich weiß nicht, geht das, dass ich das einfach so mache, dass die. Ein paar Fahrzeuge einfach mal daher fahren, so die drehen wollen. Ich weiß nicht, ob das aufgeht. Es kann natürlich sein, dass es aufgehen wird, aber kann ich natürlich nicht versprechen. Ich glaube, das sind wieder zu viele, oder? Obwohl es geht. Das sind nicht sehr viele, aber okay, das sind zu viele, eindeutig, jo. Ne, das kann ich nicht machen. Das sind zu viele. Das sind eindeutig zu viele. Die müssen einmal hier rumfahren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist lustig, wirklich. Das ist richtig lustig.
Und ich frage mich, warum auf einmal so wenig Leute hierher fahren wollen. Zu dem Zugdepot. Naja. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall echt Bullshit, was hier gerade abgeht. Naja. Ich werde mich da vielleicht nochmal ein bisschen schlau machen, wie man das am besten Verkehr am besten so regelt hier. Das weiß ich natürlich nicht, da muss ich nochmal schauen. So, und ich hoffe, ihr hattet Spaß in dieser Folge und schaut beim nächsten Mal wieder rein, wenn es wieder heißt City Skylines. Tschüss. Oh, Samsehill hat Probleme. Egal. Tschüss.